Sei treu bis zum Tod, dann werde ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Offenbarung 2, Vers 10. Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. In Apostelgeschichten 6, Vers 1 bis 7 findest du, was ich dir schon in der gestrigen Andacht erzählte. Die 12 sagten den anderen Jüngern, sie sollten 7 Männer für die praktischen Arbeiten aussuchen. Es sollten Männer mit einem guten Ruf und ja, erfüllt mit dem Heiligen Geist sein. Die Ausgewählten waren ganz normale Menschen, aber sie waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das erhebt jeden Menschen über das Übliche hinaus. Gott kann mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und er tut es, so wir bereit sind, den Heiligen Geist aufzunehmen. Die Menge wählte 7 Männer für den Dienst der Essensverteilung. Sie waren zweifelsohne treu in den übertragenen Aufgaben. Aber wir sehen, dass Gott bald für 2 von ihnen, also Philippus und Stephanus, einen besseren Plan hatte. Philippus war so voll Heiligen Geistes, dass er eine Erweckung auslösen konnte, wo immer Gott ihn hinstellte. Lies weiter in den Apostelgeschichten. Du wirst erfahren, zu was Stephanus in der Lage war, weil er erfüllt war mit dem Geist Gottes. Und zudem bist auch du in der Lage, wenn du den Geist Gottes aufnimmst, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes, der uns gegeben ist, anstatt Jesus bei uns zu wohnen, in uns zu wohnen, eins zu sein mit unserem Geist und die Kraft Gottes in unserem Leben zu offenbaren. Der Mensch wählte Stephanus zum Dienst bei Tisch, aber Gott wählte ihn zum Seelengewinnen. Wenn du nur sehen könntest, wie Gott dich sieht, wenn du nur durch seine Augen sehen könntest. Gott kann dich mit seinem Geist erfüllen, wenn du in der niedrigsten Tätigkeit treu bist. Er kann dich zu einem auserwählten Gefäß für sich selbst machen und dich an einen Punkt erheben, wo du in der Seelenrettung und Krankenheilung und im Befreiungsdienst einen gewaltigen Dienst ausüben kannst. Nichts ist unmöglich für einen Menschen, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Die Möglichkeiten übersteigen jede menschliche Vorstellung. Gott ist grenzenlos. Seine Kraft übersteigt unseren Verstand. Und seine Kraft übersteigt unsere Fähigkeiten bei Weitem. Er hat bessere Pläne, als wir sie jemals schmieden könnten. Wenn du mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt bist, wird Gott wunderbar wirken, wo immer du hingehst. Gott ist groß. Gott ist Liebe. Wenn du mit dem Geist erfüllt bist, wirst du die Stimme Gottes erkennen. Aus tausenden Stimmen, die dich versuchen zu verwirren, erkennst du die Stimme Gottes. Wie ein Baby die Mutter an der Stimme erkennt, so erkennst du Gottes Stimme. Ich möchte dir sagen, wie wichtig es ist, dass du genau diese Verbindung zum Vater wiederherstellst. Dass du danach dürstest, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein und von ihm geleitet und gelenkt zu sein. Denn es ist so wichtig, dass du verstehst, dass Gott dich gebrauchen möchte, dass Gott dich erschaffen hat, vor Anbeginn der Zeit Auserwählte zu großen Taten. Und ja, diese Welt mag dir Angst machen. Und ja, die Welt mag dir erzählen, dass du es nicht kannst, dass du unfähig bist, dass du es nicht leisten kannst. Sie mag dich für unwürdig erklärt haben. Vielleicht bist du selbst an einem Punkt, an dem du nicht weiter weißt. Vielleicht hast du schon so lange zu Gott gebetet, aber hast die Ehe mit Jesus nicht geschlossen. Vielleicht hat diese Zeit dich einfach so verwirrt, dass du im Zweifeln bist, ob Gottes Wort wirklich Wahrheit ist. Viele Menschen haben nie die Taufe im Heiligen Geist erhalten. Viele Menschen erfahren nie die ganze Kraft Gottes in ihrem Leben, weil sie offen sind, weil sie die Tür geöffnet haben für andere Geister, weil sie taten, was in der Welt angeblich getan werden muss, um zu überleben. Aber Gott hat andere Pläne, einen besseren Plan für dich, wenn du dich für ihn öffnest. Lass uns gemeinsam beten für die Erfüllung deines Lebens mit dem Heiligen Geist, für dich als Tempel Gottes, für seinen Geist.
Gott Vater, hier bin ich. Und ich bin durstig und möchte lebendiges Wasser des Lebens trinken. Jesus, ich erkenne dich als Sohn Gottes. Und ich glaube an deine Auferstehung und an das vollbrachte Werk am Kreuz. Nun möchte ich die Taufe im Heiligen Geist erhalten, erfüllt sein mit Gottes Geist. So lass mich trinken, Vater. Erfülle mich. Und ich will deine Werke bekunden und leben. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, dann ja, scheue dich nicht, schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring, ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden. Und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.